die Schießpläne gesehen? Da drüben. Du stehst ja richtig unter Dampf. Was ist denn los? Wir müssen aufpassen, dass Carmen nicht das ganze Hotel durcheinander bringt. Wieso das denn? Sie ist doch zuverlässig. Ich habe das Gefühl, sie fängt langsam an, ihre Kompetenzen zu überschreiten. Ist mir noch nicht aufgefallen. Findest du nicht, dass sie sich zunehmend für was Besseres hält? Gerade jetzt, wo Rolf weg ist. Ehrlich gesagt, nein. Also ihr Männer, ihr seid ja manchmal wirklich blind. Das sind nur Kleinigkeiten. Aber die Summe macht's, verstehst du? Ich habe das Gefühl, du reagierst ein bisschen sehr empfindlich auf Carmen, warum auch immer. Das versuche ich doch gerade dir zu erklären. Carmen macht ihren Job sehr gut. Und bisher gab es keinerlei Beschwerden. Ich meine ja nur, man sollte ein Auge auf sie haben. Schließlich ist sie nur Rolfs Assistentin und genießt hier keine Sonderrechte. Das ist eine ziemlich attraktive Frau. Da würden viele Männer schwach werden. Ich aber nicht. Peter ist eine echt gute Freundin und wir haben Spaß zusammen. Das habe ich gesehen. Na gut, wenn sie mal einen über den Durst trinken, kann sie ziemlich zutraulich werden. Und? Soll ich ihr das verbieten? Mensch, der ist viel zu groß. Ich bring den Kleinen. Das, was ihr da gesehen habt, war doch total harmlos. Ich habe nur keine Lust, Stefanie irgendwas zu erzählen, was sie sowieso nicht zu wissen braucht. Außerdem würde sie es sowieso nicht verstehen. Keine Frau versteht sowas. Außer Rita. Rita ist viel lockerer drauf. Ich bin gern mit ihr zusammen. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich ein Verhältnis mit dir habe. Spielt das irgendeine Rolle, was ich glaube? Entschuldige, sie könnte meine Mutter sein. Zwischen uns läuft echt nichts. Du musst ja wissen. Der war gut. Eine Cola? Nein. Am besten zwei. Ich gehe jetzt in mein Zimmer. Kommst du mit? Warum? Dann eben nicht. Was hat er denn? Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht er mit auf die Nerven. Ja, also wenn er so drauf ist, habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust, mit ihm über die Insel zu büßen. Zumindest nicht allein. Hey, ich habe eine Idee. Du hast doch bestimmt eine Freundin hier, oder? Warum? Na, wir können die Inseltour doch zu viert machen. Und für wen ist meine Freundin? Für dich oder für Lukas? Für mich natürlich. Quatsch. Ich will doch nur, dass Lukas ein bisschen besser draufkommt, hä? Lukas kann mit meinen Freunden überhaupt nichts anfangen. Ach komm, versuch es doch wert. Jetzt überleg halt mal. Wen könntest du anrufen? Jasmin vielleicht. Aber wenn die hört, dass Lukas mitkommt. Ruf sie an. Den Rest sehen wir ja. Okay? Ach, sie wollen nach Sarapita? Sie? Ja, das ist, esto fácil. Souvenir de Grande Carretera bis Luz Secunda und dann Izquierda de esta Grande Mühle. Mühle? Rodar. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nein, danke. Ich komme wunderbar zurecht. Hier, hier, a Sarapita. Sarapita, vale. Vaya por la carretera principal hasta el Luc Mayor y en el segundo semáforo tiene que pegar la derecha. Venga, te lo enseño en el mapa. Sag's doch, Männer sind einfach die besseren Putzfrauen. Hallo Rita. Hallo. Hast du eine Sekunde Zeit? Finde ich doch immer. Das würde ich gern. Also, auch heute Abend? Naja, heute Abend. Keine Widerrede. Ich habe ein paar Freunde aus dem Golfclub eingeladen und ich wette, dass du mitkommst. Hm? Tja, wenn du mich so lieb drum bittest. Kümmerst du dich dann auch um die Getränke? Ein paar Flaschen Champagner und so, weißt du? Das ist viel zu viel. Na und? Was denn? Bis heute Abend. Ich freue mich.
nicht, was Basti von meiner blöden Schwester will. Ich meine, immerhin ist er wegen mir auf die Insel gekommen. Jetzt ist er ja nur neugierig. Hey, Alter, ich hab dich gesucht. Ja, Karina hat gerade keine Zeit. Hey, Mann. Was will? Ich hab dafür gesorgt, dass ich für unsere Insel eine Freundin für dich mitbringe. Na, super. Echt klasse. Jetzt haben wir zwei von der Sorte am Backen. Ach, komm. Jetzt schluss nicht so rum. Oh, ja. Ich will doch nur ein bisschen Fun und Action haben, solange ich hier bin. Aha. Und dafür brauchst du ausgerechnet meine Schwester. Sei weiter, bitte. Luke, du bist ein echter Denkzwerg. Wir fahren mit den beiden irgendwo hin, wo nicht so viel los ist. Und dann sehen wir schon, was geht. Ja? Kapiert? Jetzt komm mal wieder runter. Karina ist erst 15. Die tut immer nur so super erwachsen. Ach komm, was hast du auf einmal schießt wegen deiner Schwester? Die ist total gut drauf für ihr Alter. Ich weiß genau, was sie will. Und jetzt will er unbedingt noch ein paar Peseten zusammenjobben. Nur um mich in Barcelona einladen zu können. Freu dich doch, wenn er sich so für dich ins Zeug legt. Natürlich, aber jetzt hat er überhaupt keine Zeit mehr, was mit mir zu machen. Ich teile mir meine Arbeit doch auch so ein, dass ich noch Freizeit habe. Aber das ist schon ein kleiner Unterschied. Allerdings. Er jobbt nämlich nur. Und ich habe ein aufwendiges Event für die Strandbar zu organisieren. Naja, da musst du zwar den Überblick haben und das Ganze beaufsichtigen. Ganz genau. Aber für alles, was Zeit kostet, sind ja wir Angestellten da. Es sei denn, der Chef ist gerade weg. Dann könnt ihr entspannen. Von wegen. Für mich ist die Verantwortung viel größer ohne Rolf. Und ich habe mehr zu tun. Dann sieh zu, dass du eine Gehaltserhöhung kriegst, sobald er zurückkommt. Oder besser noch, du wechselst die Seite. Sieh zu, dass du bald selbst Chefin wirst. Probier's mal aus. Ich werde Rolf dann sagen, von wem der Vorschlag kommt. Untersteh dich. Oh, entschuldigen Sie bitte, dass ich nicht angeklopft habe. Hier, das muss so schnell wie möglich in die Zeitung. Und ich denke, Sie machen das besser von Ihrem Platz aus. Die Telefonnummer hier ist nicht richtig. Ist ja wohl nur ein Tippfehler. Wenn Sie das korrigiert haben, gebe ich die Anzeige gerne weiter. Von jedem Platz aus, ganz wie Sie wünschen. Geschenk? Nee. Habe ich mir selbst gekauft. Ich habe ja sonst kaum noch was. Willst du eigentlich deine gute Freundin mit Stefanie bekannt machen? Das muss ja wohl nicht sein. Ja. Sprich dagegen. Das musst du doch nicht unnötig Stress machen, oder? Das heißt, ich deine Heimlichtuerei kann der Stress ja wohl kaum werden. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich relax, trink was, plauder nett mit dir. Unter Stress stelle ich mir was anderes vor. Lass es mal zusammen. Erst jammerst du rum, dass du pleite bist. Und jetzt hast du auf einmal genug Kohle, um dich einzukleiden. Was soll denn das? Was soll was? Herr Schumas, erzähl mir doch keinen Scheiß. Du kannst vielleicht Stefanie was vormachen. Aber warum glaubst du musst mich anlügen? Du treibst dich mit der Frau rum, die dir bündelweise die Nähte in die Hose schiebt. Hab's zufällig auf der Yacht gesehen. Die Kohle war für Champagner. Wie viel solltest du denn kaufen? Eine ganze Kellerei? Mensch, Thomas, ich bin dein Freund. Also, lass es doch. Sei doch ehrlich. Die Alte hält dich aus und du musst dir dafür besorgen, richtig?